Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Erneut eine Folge aus dem Stream, aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich nummeriere diese Folgen aus dem Stream nicht immer mit. Das heißt, es sind einfach Zusatzfolgen, die ich euch hier gerne zeige, die aber nichts mit meinen regulären YouTube-Videos zu tun haben. Ich schmeiß die Videos immer mal einfach dazwischen, wenn ich irgendwelche Lücken habe. So auch heute in diesem Video passiert genau das. Ich schmeiße euch einfach rein. Nee, Spaß. Susi ist wieder mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Zocken! Ey, was anderes habe ich eh nicht vor. Oh nein, ich hasse diese Map. Die Map habe ich auch immer noch nicht verstanden. Ich bin immer noch. Ah, er kommt. Bin ja auch. Warum bin ich schon wieder Obsession? Ich möchte nicht mehr Obsession sein. Also wie heißt sie? Die Tante. Wer heißt wie? Ah, die Michael Myers Tante. Lori. Lori? Wir haben keine Lori dabei, wir haben Cheryl und Kate. Dann ist es die Cheryl. Ach, die Cheryl, die hatte dieses Kostüm an. Die hatte dieses Legendary-Outfit an. Ja. Die ist ein Trollolol, die ist im Schrank rein und rausgesprungen. Cool. Kann es sein, dass er durchdringendes Zittern mit hat? Weiß ich nicht, ich sitze am Ben. Ja, weil er hat sich gerade, als er mich hochgehoben hat, so umgeguckt. Möglich. Bleibt mal hier sitzen. Ich habe erst ab dem 27. September 2 Wochen Urlaub. Also, ich muss noch durchhalten. Nee, es läuft nicht. Ich komm mal. Erdruin. Scheiße. Ach, deswegen ist die Kate so rumgerannt und hat Totems gesucht. Ich habe mich schon gewundert. Ich hab kein Dings. Ich weiß nicht, wo er kommt. Da, okay, er ist da drüben. Ich geh mal hier nach Totem gucken. Ja. Hier ist es nicht. Meine Truhe. Ich muss doch Truhen öffnen. Hier ist der Keller am Labor hinten. Hier keine Truhen. Ah, okay, hatte der nicht ein Offering mit, dass weniger Truhen spawnen? Das kann sein. Ich glaube, die Kate hat das Totem. Ich gehe mal gucken. Kann ich im Notfall blocken? Weil nicht mal hier oben ist eine Truhe, wo immer eine ist. Oh, ich habe Ruinen. Okay. Zumindest habe ich irgendwas Leuchtendes. Und ich habe hier mega Heartbeat und weiß nicht, was, warum. Ja, hier waren Totem, das hat aber anscheinend nicht geleuchtet. Ja, ist weg. Sehr gut. Da muss ich jetzt noch in den Keller, damit ich wenigstens eine Truhe aufkriege. Okay, ja, Kate, nicht mehr, erst bei mir. Gott, hier heilt sich gerade irgendjemand, den habe ich verkauft. Ja. Ach, das warst du oben. Gut. Also, naja, ich bin auf der Treppe. Okay. Yo, er ist hier. Scheiße, tut mir leid. Sorry. Wir hätten erst aufhören sollen. Ja. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Kein einziger Gen gemacht. Ich finde das Outfit von Cheryl irgendwie komisch. Ach, Nico, ich weiß auch nicht, was das für ein Killer ist. Aha!
Achso, ich wollte in den Keller. Scheiße, der Keller ist auf der anderen Seite. Dann halt nicht. Ich hab grad voll den, keine Kiste. Ich hab grad voll den Pro-Move gemacht, das war so gut. Ich muss mich mal selber loben. Wir haben es leider nicht gesehen, also war es nicht passiert. Es war so gut. Ganz einfach, ja. Es war so gut. Er hat gerade sein Dings-Move machen wollen mit dem, nicht die Kackespur, sondern das andere. Und da ist doch diese eine Treppe vorm Labor. Ja. Und da bin ich drüber gesprungen und dann wollte er die Kackespur, also das Ding ziehen und da hatte ich aber flink und bin weggekommen. Es war voll gut. Ich hatte hier gerade Herzschlag. Er hat noch Kate. Wir haben gleich unseren ersten Gen an. Cool. Hallo, Vanni. Schönen guten Nachmittag. Also, mein Gen ist auch bei 3/4 jetzt. Kate ist oben jetzt. So. Shit. Also bei dir? Naja, ich habe Herzschlag gehört, habe Gen losgelassen. Kate ist wieder unten, die wird noch gejagt. Ja, aber die kommt in die Richtung von meinem Gen. Und als ich losgelassen habe, kam natürlich ein Skillcheck. Wie sollte es auch anders sein? Ich gehe jetzt mal in den Keller, Kiste öffnen. Er jagt immer noch die Kate. Plünderspürsinn auf 1 ist auch echt ein bisschen sinnlos. Man sieht ja trotzdem keine Kisten. So, Cheryl geht. Die geht jetzt rei rum. Ich gehe mal mir einen anderen Gen suchen. Dass wir nicht hier alles auf einer Ecke machen. Was ist eigentlich mit dem Gen oben? Ich war da nicht. Ich war unten an einem, aber da ist halt die Kate dann hingekommen. Okay. Also im Keller ist ein braunes. Hey, das ist ja witzig. Wenn man jetzt was aus der Kiste nimmt, steht jetzt nicht mehr sammeln, sondern collect. Ich bin oben an dem Single Gem. Übersetzungsbug. Er ist in der Nähe des Labors. Herzschlag. Kate ist jetzt unter mir, aber er erscheint nicht, weil ich habe keinen Herzschlag. Er ist im... das war knapp. Er war im Labor. Er geht jetzt wieder. Ich bin mit Cheryl am Gen im Labor. Das ist ein Dreier-Gen. Cheryl steht rum und macht nichts. Cheryl arbeitet weiter. Ich bin oben, hab eine Falle gelegt. Bin mir nicht sicher, ob er hier ist. Das ist halt echt verwirrend mit Pyramide Head, ne? Weil, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du dort eine Falle hingemacht hast, hätte es auch sein können, er hat den Gen getreten. Und es laut. Die Kate rennt hier immer noch angestochen durch die Gegend. Okay, sie zieht eine Palette. Aber ich hasse diese zwei Etagen-Maps. Da weißt du nie, ist der jetzt bei dir unten oder ist der unten? Ja. Ist der unten, ist der oben? Oh. Labor-Gen geht gleich an. Der andere auch. Ich bin bei 80. Frage ist, komme ich zu meinem angefangenen Gen? Der war hier unten irgendwo. An der Seite. Voll Schiss, dass der hier gleich um die Ecke kommt. Ist eine Kackespur. Oh, ich bin an dem Ausgang. Am Gen. Ich komme. Hier liegt auch eine Kackespur. Musst aufpassen. Warte mal, ich muss gerade erst mal gucken. Kackespur ist weggegangen. Der ist hier irgendwo. Okay, der ist gerade hier bei mir durch den Raum gelaufen. Er jagt immer noch die Kate, der will die jetzt haben. Ich habe halt jetzt ein bisschen Schiss, ne? Weil ich bin halt tot. Er hat dort hinten meinen alten Gen getreten. Wir anderen drei sind alle an einem anderen Gen und heilen die Kate gerade. Gern mein Gen zurück. Nee, okay.
Leg hier eine Falle rein. Ah, dort seid ihr. Er kommt dorthin, glaube ich. Ja. Die Kackespur bleibt, glaube ich, liegen, bis er woanders eine neue hat. Hat ihn Jen getreten, ist geblendet worden? Also er hat, glaube ich, ein gewisses Kontingent an Kacke. Ja, wenn ja, das aufgebraucht geht ist, geht das alte wieder weg. Das neue ist dafür dann da. Er ist bei mir. Natürlich kam ein Loslass-Skill-Check. Scheiße, ich bin tot. Komm mit zu dem anderen Gen rüber. Da bin ich mit Kate, dann nehme ich ihn. Warte, wir machen den gleich an. Warte, wo bist du? Dort. Warte. Du rennst genau von mir weg gerade. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber ich höre ihn noch. Das heißt, er hört mich auch. Geh an den einen Ausgang. Die Ausgänge hier sind halt echt eine Todesfalle, ne? Ja. Ich glaube, er hat Kate wieder, oder bist du das noch, wieder rennt? Ich heile mich gerade. Also der Ausgang, der jetzt so schräg hinter dir ist, an dem bin ich. Und der ist gleich offen. Okay, ich mache jetzt auf. Kate kommt zu mir gerannt. Ich habe Herzschlag. Kate, Kate, der ist bei Kate. Kate, komm. Okay, der ist hier bei uns am Ausgang. Alles gut. Die Ketten bleiben jetzt bei mir, glaube ich, bis ich entweder in den Käfig komme oder bis ich eventuell jemanden abhake. Aber ich weiß immer nicht, ob das stimmt. Ich bin raus. Oh, hier ist die Luke. Geh raus, Cheryl. Die rennt noch. Die ist aber gleich am Ausgang. Er ist hinter ihr. Sie hat noch ihre Glyphe mitgenommen. Oh, ist das mies. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das mies? Sie hat disconnected. Ja. Sie wollte... In dem Moment, wo sie am Ausgang war, ist ihre Glyphe aufgegangen. Und sie wollte nur noch schnell ihre Glyphe einsammeln. Und er hat sie einfach umgenietet. Das war mein Glück.